Gude, Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Ihr Hörerinnen und Hörer da draußen wolltet es so, also bekommt ihr es natürlich. Hier ist noch einmal der Teil aus unserer aktuellen Folge AP051 Paul Rüdiger, der 100-Millionen-Bulle, wo wir euch genauestens erklären, wie Rasenballsport Leipzig die 100 Millionen Euro von Red Bull in Anführungsstrichen geschenkt bekommen hat, inklusive Zahlen, Daten und Fakten. Und lasst euch sagen, es wird euch aus den Socken hauen. Diese Folge und noch viele, viele weitere findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.adler-podcast.net, in Apple Podcast, Spotify oder einfach dem Podcatcher deiner Wahl. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ihr wolltet ja wissen, was da bei Red Bull jetzt abgegangen ist die Woche mit den 100 Millionen, ne? Richtig, die wurden dir irgendwie erlassen. Das ist ja wieder das Zauberwort, glaube ich. Ja, und da muss ich euch alle enttäuschen. Also die wurden nicht geschenkt, sie wurden nicht erlassen. Es ist ein etwas komplexeres Finanzkonstrukt, komplexer, weil es in der Bilanz von Red Bull Leipzig stattfindet. Aber mal ganz von vorn, das Zauberwort nennt sich Debt Equity Swap. Gutes deutsches Wort. Heißt übersetzt nichts anderes als ein Schuldenkapitaltausch. Jetzt versuche ich das mal so zu erklären, dass es im Zweifelsfall jeder versteht. Wenn ich als, ich sage jetzt mal Firma oder als getarntes Fußballkonstrukt eines österreichischen Dosenkonzerns Geld aufnehme, dann ist das in aller Regel erstmal ein Kredit, ne? Kennt ihr, wenn ihr ein Auto finanziert, wenn ihr euren Dispo habt, wenn ihr ein Haus kauft, etc. Ein Kredit ist üblicherweise zurückzubezahlen, weil der euch das Geld gegeben hat, ist in den seltensten Fällen ein Wohltäter. Meistens ist es eine Bank. Und die Bank will Zinsen und Tilgung für die Kohle haben. So. Jetzt mag das hier in diesem Fall nicht so ganz zusammenpassen, aber bei Unternehmen, denen es halt nicht so gut geht, die nicht genug Liquidität haben, um ihre Schulden, also Zinsen und Tilgung, zu bezahlen, die machen dann so einen sogenannten Debt-Equity-Swap. Also, die nehmen dann das Darlehen, packen das aus den Verbindlichkeiten, also aus den Krediten, und machen das zu Eigenkapital. Das bedeutet, dass derjenige, der euch das Geld geliehen hat, nicht nur einfach ein Darlehensgeber ist, sondern der wird jetzt zum neuen Teileigentümer des ganzen Konstrukts. Warum ist das jetzt bei Red Bull keine große Überraschung und warum geht das so einfach mit satten 100 fucking Millionen Euro? Weil Red Bull die Scheiße sowieso schon gehört und sie dann daraus einfach bilanziell einen gesunden Verein machen aus einem, der einen Arsch voll Schulden hatte. Ich ordne das euch alles noch ein. Habt ihr bis hierhin Fragen? Ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, kannst du das mal erklären? Was? Wie funktioniert das? Darf ich mal kurz ausreden? Ja. Nein, meine Frage wäre nur einfach gewesen, wie funktioniert das, wenn denen sowieso 99% von dem Laden schon gehört? Aber das hast du ja danach dann sofort erklärt. Ja, das ist ja eigentlich das Ding. Red Bull ist ja gerade nur indirekt, ne? 50+1 Regel lässt grüßen, beteiligt. Die sind 99%iger Gesellschafter an der, Moment, lass mich gucken, wie die Firma heißt, RB Leipzig GmbH, der ja dann der Spielbetrieb in Anführungszeichen gehört. Und da ist Red Bull zu 99% beteiligt. Und das Problem an der Sache ist, nur um euch mal eine Zahl zu geben, Rasenballfurz Leipzig hatte 186 Millionen Euro Schulden. Ich sag die Zahl nochmal, 186 Millionen Euro Schulden. Und diese Schulden unfassbar hatte sie komplett bei Red Bull. Aber die hatten die haben doch schon mal irgendwie ein sowas in einem kleineren Format gekriegt, oder? Bilde ich mir ein. Ja, ob oder nicht, ist völlig wurscht, aber überlegt euch das mal. Die haben 186 Millionen Euro Schulden bei dem Konzern. Und jetzt haben sie ja halt nur noch 86 Millionen Euro Schulden. Also müsst ihr euch so vorstellen, wenn irgendwas ist, keine Ahnung, 200 Millionen Euro wert und dann war das Ding fast komplett verschuldet. Also es hatte fast so viel Schulden, wie es wert ist. Und jetzt plötzlich
hat 100 Millionen Eigenkapital, also das heißt, es sieht total gesund aus und hat nur noch ganz wenige Schulden, weil die einfach Schulden in Anteile umgewandelt haben. Das heißt, derjenige, dem sowieso die Hütte durch die... Ja? Frank, ganz kurz, wie wandelst du denn Anteile oder das in Anteile um, wenn du doch schon alle Anteile hast? Vertrag. Ich verkaufe dir halt einfach Wert, oder weiß nicht, ein Stück Verein für den Wert. So hätte das jetzt verstanden. Ja, aber wenn ich den doch eh schon hab. Ja, aber Rasenball, die haben eben trotzdem Darlehen gegeben. Das kannst du machen. Also wenn dir, mal, die Gaswasser-Scheiße GmbH gehört, dann kannst du als Besitzer der GmbH der trotzdem Darlehen geben. Und die sind genauso wie Bankdarlehen auch zu behandeln. Und wenn aber die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du eben die nicht mehr zurückbezahlen kannst, dann kann derjenige auch sagen, ich verzichte darauf, aber dafür gibst du mir Kapitalanteile. Das heißt, ich wandle das um in Eigenkapital. Denn, Red Bull hat diese 99% an der RB Leipzig GmbH und die hat gerade mal ein Eigenkapital gehabt bei der Gründung von 2,5 Millionen Euro. Hatte aber 186 Millionen Euro Schulden. Alter. Das geht. Und jetzt geht hat nur, sie 86 Millionen Euro Schulden und 100 Millionen Eigenkapital mehr. Geilo. Ja, und jetzt wird's plötzlich viel gesünder durch diese Nummer. Aber der Herr Minzler stellt sich ja hin und tut so, als wäre das völlig normal. Nee, ist es halt nicht. Es ist es nicht wegen der Dimensionen, ist es das schon alleine nicht. Und es ist es halt nicht, weil du das nicht mit jedem Kapital oder der Darlehensgeber machen kannst. Das kannst du nur machen, weil, wie ihr so schön sagt, die Scheiße einem sowieso schon gehört. Das heißt, die basteln dann irgendwas hin, Leipzig sieht top aus, hält alle Fairplay-Regeln ein, ist in allen Lizenzierungsthemen sauber da und hat jetzt halt dann endlich mehr Eigenkapital und hat halt weniger Schulden. Und dann stellt sich der Herr Minzler halt hin und erzählt, die Schulden werden doch alle bedient. Ja klar, die 100 Millionen müssen sie aber jetzt halt nicht mehr bedienen. Und alleine der Zinsaufwand nur noch für diese 100 Millionen, die müssten die normalerweise zurückzahlen. Sagen wir mal, die müssten die in 10 Jahren zurückzahlen. Da müssten die alleine an Tilgung jedes Jahr 10 Millionen Euro Tilgung bezahlen. Plus Zinsen in der üblichen Größenordnung. Sagen wir mal 2%, dann sind das eben nochmal 2 Millionen Zinsen jedes Jahr. Also müssten die jedes Jahr 12 Millionen Euro eigentlich an Red Bull bezahlen. Durch diesen Bilanztrick zahlen die jetzt halt keine 12 Millionen mehr, die ihre Budgets belasten, sondern sie zahlen den sogenannten 3-Monats-Euribor plus 1% und das sind gerade mal 0,647%. Das heißt, die zahlen noch 640.000 Euro im Jahr für diese 100 Millionen, statt vorher meinetwegen 12 Millionen. Und jetzt wisst ihr, warum die das gemacht haben. Die sparen sich alleine Liquidität 11,5 Millionen Euro jedes Jahr und das ist der Grund, warum die das gemacht haben. Und dann soll mir noch mal einer sagen, das haben sie gemacht, weil sie so eine gesunde Nummer sind. Nochmal, 2,5 Millionen Eigenkapital versus 186 Millionen Schulden. Alleine das, daran siehst du schon, die Schulden, also diese Darlehen gibt einem ja nur einer, wenn er ein Interesse sowieso schon dran hat. Und das war halt Red Bull von vornherein. Und dann braucht er mir nicht mit marktüblich und irgendeinem anderen Scheiß zu kommen. Die hätten mit diesem Eigenkapital nicht 186 Millionen Euro am Markt bekommen. Also dieser Vergleich, wo der Herr Minzlaff das so runterspielt und so tut, ey, das ist was ganz Selbstverständliches. Am Arsch die Räuber ist es halt nicht. Und jetzt, ich wollte euch da jetzt ja nicht total im Regen stehen lassen. Nur um euch mal einen Vergleich zu geben, wie sieht's denn bei unserer Eintracht aus? Weil ich könnte mir fragen, intelligente Bürschlein, die ihr seid, was hat denn die Eintracht so für Zahlen? Oder? Das ist bestimmt eine Frage, die euch interessiert, oder? Ja, also danke, dass ihr fragt. Ich war da raus, wo du gesagt hast, ich erkläre euch das mal so, dass die alle das verstehen. Ja, ja gut, aber ganz ich kann nur das Feld sehen, was da ist. Wenn es halt trocken ist, ist trocken. Aber das heißt, für den MTV-Gucker wird der Frank das jetzt nochmal singen. Ja. War ein Witz, das heißt aber, das war ja auch keine Schenkung. Das heißt, es gibt nicht mal eine Schenkungssteuer, die anfallen würde. Oder? Also wenn, dann wäre es ja ein Schuldenerlass. Erlassene Schulden würden normalerweise als außerordentlicher Ertrag verbucht werden, den hätten sie versteuern müssen, dadurch, dass die diesen Debt-Equity-Swap gemacht haben. Und das ist völlig legal. Also das will ich überhaupt nicht gesagt haben. Da ist nichts Unredliches dran. Das kann man machen.
Aber das kann man halt nur machen, wenn ich sowieso mit dem Kopf schon im Arsch meines Eigentümers stecke, der mir vorher die viele Kohle gegeben hat, die ich nie im Leben gekriegt hätte im normalen Wirtschaftsleben. Also das ist das Problem. Also du kannst aber, die DFL kann jetzt nicht irgendwie hingehen, kann sagen, Jungs, keine Financial Chance. Fairplay und was ihr da, nein. Okay, es ist vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung, was ihr gemacht habt. Die haben das bei der DFL sogar vorher vorgelegt und die hat es abgesegnet. Weil es in den Statuten keinerlei Passus gibt, der das verbietet. Aber da müsste doch jeder andere deutsche Verein, der die Möglichkeit nicht hat, auf die Barrikaden gehen. Ja. Und sagen, was soll die Scheiße? Aber sie haben keine Möglichkeit, weil es gibt halt keine rechtliche Handhabe dagegen. Das Problem an der Sache ist, es gibt halt keinen Verein. Ja, gut, also Wolfsburg hätte vielleicht die Möglichkeit, aber die werden den geschmeidig den Finger zeigen. Wo so ein Interesse dran besteht, dieses Konstrukt so massiv zu pushen nach vorne. Die Reaktion muss man sich echt mal überlegen. Ich gebe euch jetzt mal, ne, also die hatten, ich sag's nochmal, 186 Millionen Euro Schulden. Ja? Die jawohl. Eintracht, ich habe mir die, ja bitte? Nein, passt. Jawohl, hat er ich hatte mir, hab mir die Eintracht-Bilanz 2018 mal geschnappt. Ja, weil die 19er Zahlen hat der Axel auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Die bauen aber gerade die komplette Eintracht-Seite um. Deswegen habe ich die 19er Zahlen nicht gefunden. Die waren ein bisschen höher. Aber zumindest mal die 2018er Zahlen. Da hatte die Eintracht Umsätze von 175 Millionen Euro. Und Red Bull hatte 186 Millionen Schulden. Die hatten mehr Schulden, als die Eintracht im Jahr an Umsatz macht. Nur um euch Hörern auch mal ein Gefühl zu geben. 2019 waren es, glaube ich, habe ich mir noch mal aus dem Ticker aus dem Januar rausgesucht, 200 Millionen gehabt. Davon gehen etwa ein Viertel der Umsätze kommen über die Vermarktung. Der Spielbetrieb bringt gerade mal 13%, nämlich 22 Millionen Umsatz davon, also Spieltage. Und jetzt gebe ich euch den Schlüssel in die Hand, warum muss Geisterspiele geben. Was schätzt ihr, wie hoch der Anteil von den 175 Millionen war, der an TV-Geldern reinkommt in Prozent? Ein Viertel, 25. Okay. Ja, ich sag 30%. Mehr. Okay. Wohle? Ich sag 40. 45%. 78 Millionen kamen 2018 und da haben wir eine schlechte Saisonabschluss gespielt, haben aber das Pokalfinale gewonnen, ne? Und dann kam der erste Teil Europa League. 2019 wird deswegen wahrscheinlich viel besser sein, weil so oft wie wir im Fernsehen waren. 45%, 78 Millionen unseres Umsatzes kamen allein über TV-Gelder und daran sieht man, dass die Eintracht da natürlich ein Interesse dran hat, im Fernsehen zu laufen. Und eher darauf verzichten kann, die 13% aus dem Spielbetrieb zu generieren, weil der Spielbetrieb kostet sie auch, also bringt ihnen nicht nur 22 Millionen, sondern er kostet sie auch 19 Millionen. Das heißt, aus dem Spielbetrieb hat in 2018 die Eintracht gerade mal 3 Millionen Euro Ertrag gezogen. Aus 17 Heimspielen plus Pokal, plus Europa League, plus whatever. 3 Millionen. Okay. Aber TV-Gelder 78 Millionen. Also daran seht ihr, warum haben die Vereine so ein großes Interesse gehabt, diesen Scheiß wieder anlaufen zu lassen und warum brauchen die auf Gedeihen verderbt diese Geisterspiele? Weil das einen riesen Anteil am Jahresumsatz macht. Denn wenn wir uns dann mal die Aufwände, also die Kosten angucken, das waren 164 Millionen im Vergleich zu den 175 Millionen. Alleine die Personalkosten, das ist also auch der Spielerkader mit drin, macht 72 Millionen Euro aus. Also fast die Hälfte aller Kosten sind alleine der Kader. Und diese Kosten hätten über den TV-Betrieb gedeckt werden können. Plus sogar noch die Verwaltungskosten, also was so rundherum ist, Verwaltungsmitarbeiter, der ganze Geschäftsbetrieb. Das waren knapp 7 Millionen. Also die zwei Positionen alleine wurden alleine aus den TV-Geldern bezahlt. Da seht ihr mal, welchen Stellenwert das hat. Weil wir ja immer gerätselt haben, warum macht man den Scheiß und so weiter. Ich glaube, darüber heute in der Recherche, das ist für mich jetzt ehrlich gesagt der Schlüssel. Jetzt wird mir vieles viel klarer. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich quatsch schon wieder so viel. Ja, klar, logisch. Nee, ist okay, aber man sieht ganz klar, warum das jetzt auf Gedeih und Verderb wieder losgegangen ist. Weil wenn das nicht losgelaufen wäre, hätte 50% des Umsatzes gefehlt. Mhm.
Und das ja nicht nur bei der Eintracht, sondern bei allen Vereinen. Wobei, gut, Leipzig hätte es wahrscheinlich jetzt nicht so gejuckt, weil die hätten dann wieder die Kohle von Red Bull gekriegt. Ja. Aber krass. Das finde ich eine interessante Einordnung. Nochmal ein paar andere Zahlen. Aus Transfers haben wir 2018, deswegen ist es schade, dass ich 19 noch nicht hatte, 16 Millionen gezogen. Ich glaube, das ist durch Büffelherde letztes Jahr eine ganz andere Nummer. Merchandise macht knapp 12 Millionen Umsatz aus in etwa 7% und so weiter und so fort. Bei den Kosten ist noch ein sehr großer Anteil tatsächlich das Marketing. 33 Millionen, also 20% ging ins Marketing. Das finde ich schon echt krass. Also ich weiß gar nicht, wie und was und wo, ja. Transfers haben auch Geld gekostet, aber noch eine interessante Position, Amateur und Betrieb und Fußballschule. Was schätzt ihr, wie viel Prozent der Kosten macht diese Position aus? Amateur, Fußball und die Fußballschule zusammen. Ich habe es zusammengezogen, dass überhaupt eine zählbare Zahl rauskommt. So kann es ja nicht so viel sein. Nein, ich weiß nicht, 0,75. Ja, es ist schon eine ganze Zahl, ne? Nein, sag mal 3%. Fünf. Bingo. 5? Ja, das sind 3% tatsächlich. 3%. Warum haben wir keine U21 mehr? Weil es so viel kostet, dann wären es 4%. Ja. Ja. Stimmt irgendwas nicht, oder? Seht ihr das anders? Jetzt mal ohne Scheiß. Die haben wirklich über die Kosten diskutiert und das macht gerade mal 3% aus. Das ist doch Wahnsinn. Kostet das halt so total ins Koma gelabert, oder? Alter. Nein, ich finde das echt. Das, der Puffi ist gar nicht mehr jetzt an Bord. Grad etwas. Der ist noch bei. Ich erkläre euch, dass das jeder versteht. Ich war jetzt im 18. Stock Pipi machen. Nein, alles gut, Frank. Hast du das verstanden? Ich finde das auch brutal super, wie du das Ganze aufgedröselt hast. Finde ich richtig gut, finde ich echt genial. Aber ist das alles sind falsch. Zahlen, die, ja. Nein, das sind Zahlen, mir noch wo recht hat, aber das ist schon Wahnsinn, ne? Wenn man das mal so aufgedröselt bekommt, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Und gerade was bei Red Bull läuft, das ist auch hammerhart, also ehrlich. So, also ich hab euch ja gesagt, was meine Vermutung wäre, ne? Wenn du es über 10 Jahre bezahlen müsstest, dann nehmen wir mal 20 Jahre. Ne? 20 Jahre sind es 5 Millionen pro Jahr. Der Zinsaufwand der Eintracht in 2018 waren 106.000 Euro. Was sagt uns das? Die Eintracht hatte praktisch keine Schulden. Richtig. Mhm. Red Bull hat 186 Millionen Schulden. Also selbst ohne die 100 Millionen, die 86 Millionen, es ist unfassbar, wie viel Geld das ist. Und die wollen uns wirklich ein X für ein U machen, vormachen und erzählen, das wäre alles nicht so wild mit Red Bull und das wäre doch nix und das hat doch nix und das macht doch nix. Am Arsch die Räuber, das ist eine reine Marketingkonstruktion für die Pissblöre. Das ist unfassbar. Wenn du dir diese Relation mal anguckst, weißt du auch genau, warum die da permanent jetzt oben mitspielen und warum wir in einem Mittelfeld rumdümpeln. Dieses Potenzial, was in dieser Kohle steckt, ist ja unfassbar. Ich meine, klar, der argumentiert jetzt, der Minzlaff, wir haben keinen Cent mehr auf dem Konto. Das stimmt. Aber die Kohle war ja auch schon vorher drauf. Die haben die halt über ein Darlehen bekommen. Die Liquidität haben die gekriegt. Natürlich, durch die Umwandlung, das ist eine reine bilanzielle Kosmetik. Da passiert sonst gar nichts. Aber in der Zukunft sparen sie, wie gesagt, Zinsen und Tilgung. Und zwar rappel die Büchs ohne Ende. Plus, sie haben dann jetzt das Eigenkapital aufgestockt. Plus, natürlich haben sie keinen Cent mehr, aber die haben fucking 186 Millionen von Red Bull gekriegt. Irgendwann mal. Das gibt's doch gar nicht. Und wir diskutieren darüber, dass wir jetzt für 30 Millionen ein Leistungszentrum bauen. Und das teilweise aus einem nennenswerten Schluck Eigenkapital. Das ist unfassbar. Ja. Als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich wirklich nur im Kopf geschüttelt und habe gedacht, das gibt's gar nicht. Also wir freuen uns, wenn wir einen Spieler für 40 Millionen vertickern und die hauen das. Geil, 186 Millionen. Geilo, ich bin begeistert. Erzähl weiter. Letzter Punkt. Unsere Bilanz hat eine Bilanzsumme von 97,5 Millionen.
Also unsere ganze Bilanz, also auf der einen Seite alles, was wir an Guthaben haben, alle unsere Vermögenswerte, alle Forderungen gegen andere, die wir haben, wo wir noch Geld kriegen. Auf der anderen Seite alle unsere Verbindlichkeiten, das Eigenkapital, alles, sind 97,5 Millionen. Also etwa die Hälfte davon, was die nur an Schulden hatten. Die Hälfte davon. Und davon Cash waren 30 Millionen. Das heißt, in 2018 hatte die Eintracht auf dem Konto 30 Millionen Euro rumliegen, auf der Guthabenseite laut der Bilanz. Und unser Eigenkapital ist interessanterweise auch 30 Millionen. Das heißt, 32% der Bilanzsumme in 2018 sind Eigenkapital gewesen. Ich sag's nochmal, die hatten 186 Millionen Schulden, doppelt so viel wie unsere Bilanzsumme und hatten 2,5 Millionen, also ein Zwölftel unseres Eigenkapitals. Aber doppelt so viel Schulden wie unsere Bilanzsumme ist. Jetzt habt ihr die Relation selbst, glaube ich, Puffy, von wegen, ich erkläre es so, dass es jeder versteht. Also wer das jetzt nach dem nicht versteht hat, schreibt mir eine DM, schreibt mir eine E-Mail, ist mir völlig wurscht. Aber wer da nicht versteht, was da Kacke ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und 2019, das habe ich zumindest noch aus einer Pressemitteilung rausgefunden, war das Eigenkapital durch den Vorjahresgewinn von knapp 4,5 Millionen dann eben bei 34,6 Millionen. Also alles gesund, komplett gesund. Unfassbar. Unfassbar. Ich habe fertig. Sehr so, ja, ich mein, gestört. Gott. Das, ich meine, aber es ist ja locker bei der DFL durchgewunken worden. Eigentlich ist es ja, eine halt Sauerei gegenüber jedem. Ja, aber es ist eigentlich eine Sauerei gegenüber jedem Verein, der vernünftig geführt ist. Jetzt mal Schalke ausgenommen, weil moralisch, das funktioniert ja auch nicht. Moralisch an Debakel. Komplettes Debakel. Ja, das ist ja wohl der Hammer. Da absolut. Jeder, der seinen Verein vernünftig führt, müsste nur mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hey, ihr Wichser, das geht so nicht, und müsste irgendwas versuchen, dagegen zu tun. Ja, und kann warum, nicht. Warum taucht denn das Red Bull-Logo bei uns in keinem offiziellen Eintracht-Paper auf? Selbst in der App was ist es komplett getilgt. Am Spieltag taucht es nicht auf. In unserer Tabelle oder bei einem Ticketverkauf gibt es dieses Logo nicht. Ja klar, haben sie sich beschwert. Ah ja, geht mir doch am Arsch vorbei, wenn ich die Scheiße höre, die ich da selbst erzählt habe. Das ist ein Schlag in die Fresse von jedem anderen Verein. Stefan schreibt gerade im Chat, mit 34 Millionen wäre sein Eigenkapital auch gesund. Ja, aber nur, wenn du den Tresor in deiner 80-Zimmer-Villa findest, die du davon kaufen könntest, weil du im Westflügel dich verlaufen hast. Ja, aufpassen, die Wasserfälle sind die Dusche, nicht erschrecken, an dem man immer vorbeireitet. Genau. Die vorgewärmten Wasserfälle. Oh, im Ostflügel. Also Wahnsinn, leicht zu erreichen. Also, diese Relationen, also ganz ehrlich, ich sehe ja das ein oder andere, was da so abgeht, was finanztechnisch angeht, aber als ich das gesehen habe, dieses Konstrukt kann es nur geben, weil Red Bull das so macht. Das ist komplett, komplett ausgehöhlt. Das Ding existiert nur wegen Red Bull und sonst gar nichts. Niemand hätte denen so viel Kohle gegeben. Niemand hätte mit so wenig Eigenkapital starten können und hätte denen auch nur einen Cent Kredit gegeben. Das Ding stinkt vorne und hinten wie Gummibärchenpisse. Unfassbar. Und offiziell ist es ja so, also zumindest wird hier das immer erzählt, dass der Herr Mateschitz meint, also wir haben mit denen gar nichts mehr zu tun, aber absolut gar nichts mehr. Wir haben ihnen eine kleine Starthilfe gegeben, aber die sind schon seit 2 Jahren komplett autark. Ja, fick dich. Da lacht der ganze Hauptbahnhof. Das ist einfach ein Scheißverein. So, jetzt kann der Shitstorm über Twitter ruhig kommen, weil Twitter ausgeschalten. Am Hauptbahnhof, da musst du jetzt Maske tragen übrigens. Apropos, wir dürfen uns ja jetzt mit 10 Personen treffen. Wir könnten alle unsere Hörer mal zu einem Treffen einladen. Alle 10 auf einmal. Alle 10 auf einmal. Ei, ei, ei. Ja, aber das könnten wir mal machen. Aber da muss der Jörg ja irgendwie aus Ösiland raus. Oh ja, und übrigens, Jungs, ich habe euch eins voraus. Ich habe euch sowas von eins voraus, wo dürft ihr jetzt in Neid erstinken. Ich habe unseren jüngsten Hörer kennengelernt. Nein. Doch, er stand vor meiner Tür. Ich war tief geehrt. Du wolltest Rose kaufen?
Nein, seine Mutter hat nur meine Metrokarte ausgeliehen, mehr nicht. Da war er aber dabei und von daher schöne Grüße und ja, bis bald. An Paul Rüdiger. Ach, ja. Nein. Passt schon. Von daher, allerbeste Grüße. Hoffe, die Feier in der Schule war gut. Ja. Ja, Grüße. So, was ja, dann ranten wir jetzt in Grund und Boden? Ich bin gerade so gut drauf. Alter, also ohne Scheiß, ich hab mich tierisch aufgeregt, als ich den Scheiß zusammengetragen habe und gerade eben wieder mein Vortrag. Ist ja, unfassbar. Wenn du schon dabei bist, dann können wir bei Finanzen gleich weitermachen. Schlacke. Da hat jetzt der Finanzvorstand gemeint, Mischke. Zu Recht. Tschüss. Servus, die Wadl. Ja, aber das ist doch eine ähnliche Scheiße. Das ist doch genau die ähnliche Scheiße. Was das ist immer beim selben. Nur das Logo ist anders. Aber die Rotze ist gleich. Ja, also. Aber die 100 Millionen kriegen die nicht. Ja, nee, nicht mehr vielleicht. Aber ich zitiere mal. Der Herr Minzlaff hat ja gesagt, er möchte ja nicht wissen, wie viel der Kühnen dem HSV gestundet hat oder Tönnies Schalke gestundet hat. Ja, das mag schon sein, aber das sind nur Rädchen. Leipzig besteht nur wegen Red Bull. Diese Vereine gab's lange, lange vorher und genau nämlich, um gegen so eine Scheiße gegenzuhalten, müssen die diesen Dreck machen. Der braucht sich also nicht vom Opfer zum Täter zu verkennen, denn nur weil es so einen Dreck gibt, ist es überhaupt notwendig, zu solchen Maßnahmen zu greifen, um überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Das ist eine Verklärung der Sachverhalte, die stinkt zum Himmel. Das ist unfassbar. Sowas zu sagen, ist eine Frechheit. Und dann verstehe ich, dass irgendwann einen Finanzvorstand habt, wisst ihr was? Schrubbelt's euch selbst. Alles außer Frankfurt ist scheiße. So. Ja, ja, jetzt sorry, aber mal ganz wenn du ehrlich, ein bisschen Einblick in so Wirtschaftszusammenhänge hast und sowas liest, da kriegst du es Kotzen, das kalte Kotzen, echt. Ist eine Frechheit. Jedes Wirtschaftsunternehmen, die so eine Scheiße nicht abziehen kann und sich dann das anhören muss von diesem Penner, das ist ja unfassbar. Ich habe jetzt 10 Minuten Redepause, ihr könnt jetzt, ich muss erstmal. Ey, was ein Kackverein. Als ob wir es nicht schon vorher gewusst hätten, jetzt wissen wir es aber ganz. Ey. Da kannst du nur hoffen, dass wirklich irgendwann tatsächlich mal eine Mannschaft in der Bundesliga, in der Premier League frei wird, wo dann hier Minzlaff sagt, so, und jetzt wird Red Bull nur noch Ausbildungsverein, also Leipzig nur noch Ausbildungsverein für meinen englischen Verein. Und dann ist Ruhe. Mann. Was ja wurscht ist, weil du hast, der hat ja eh schon so viele Vereine. Du hast, in Österreich hast du Salzburg, dann hat er noch zwei Ausbildungsvereine aus der zweiten Liga. Dann hat er, was, New York, Brasilien, was hat er noch? Keine Ahnung, die halbe Welt anscheinend. Aber der kriegt Leipzig nicht mehr die Kohle, die sie jetzt kriegen von dem. Dann schießt er alles da in die Premier League. Das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Dem wird ja einer abgehen, wenn der jetzt sein, keine Ahnung, RB London gegen Rasenball spielen würde im Finale Champions League. Da wird er ja, der wird ja gar nicht mehr aufhören. Der müsste eine Wundsalbe kaufen, 2 Liter. Feuchte Traum. Aber das ist halt solche Vereine haben einfach in der Bundesliga nichts verloren. Die haben nirgends sowas verloren. Ja, nirgendwo ist mir dann wurscht, wenn die jetzt in Italien spielen, dann geht mir das so dermaßen am Senkel vorbei. Aber die haben einfach da nichts verloren. Das hat einfach damit, also nee, geht nicht. Sorry. Also okay, so schlechte Laune. Ich hoffe, es hat jetzt auch jeder verstanden, wieso und weshalb. Auf Twitter schreibt gerade Attila sehr anschaulich erklärt. Danke. Da bin ich ja froh, dass ich nicht nur in meiner eigenen Bubble gebabbelt habe. Sondern das auch beim Babbeln richtig gebabbelt haben. Nee, das war super aufgedröselt, Frank. Echt super, vielen Dank. Muss man echt sagen. Die Relation macht es halt erst so krass, ne? Ja. Also wenn du dann halt so einen Verein wie die Eintracht siehst, der hier irgendwie 120 Jahre alt ist und
auf einem vernünftigen Level, nicht Bruchhaben Sedationslevel, sondern normal, ja, arbeitet und dir dann anhören muss, dass diese Scheiße völlig normal wäre, dem Typ pumpen sie doch jeden Morgens Heroin mit einem Klistier in den Arsch. Also das ist ja unfassbar, ey. Ja, lasst uns mal weiter hüpfen. Ich kann ja mal einen hässlichen Red Bull-Tweet ablassen, ey, und einen Shitstorm. Ja, das müssen wir jetzt wirklich mal wieder machen. Und dann kommen wieder die ganzen Leipziger Trolls, die keine Ahnung haben, was ihr Verein da macht, ja, die einfach nur ein bisschen rumklären wollen. Zitiere mal Jörg, es gibt ja die Stummschaltfunktion und Block gibt's auch. Genau. Einfach anficken und dann auf Mute stellen, danke. Genau. Ja. Prostituierte verarschen, bezahlen und wegrennen, sehr gut. Okay. Ja. Also, gut, wie gesagt, krass. Dieser. Übrigens, das war dann auch gleich mein Aufreger der Woche. Ja, den haben wir gleich mit abgehandelt. Sehr schön. Genau. Das war nicht der Aufreger für die nächsten drei Wochen auch schon gemacht. Ja, genau. Wir machen jetzt Sendepause. Du, Puffy, das wird nicht nur drei Wochen halten, das wird uns noch um einiges länger begleiten, diese ganzen Machenschaften. Da wird noch viel mehr passieren. Da gebe ich dir recht, ja. Okay, what's news? So, und wenn du jetzt schockiert bist und dir denkst, da will ich aber mehr von hören, www.adler-podcast.net lautet unsere Webseite. Dort findest du alle Informationen zu allen Folgen, die wir bis jetzt rausgebracht haben. Auch zu der kompletten Folge von dem Beitrag, den du eben gehört hast. Das wäre AP051 Paul Rüdiger, der 100-Millionen-Bulle. Auf unserer Webseite findest du außerdem die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und alle Social-Media-Kanäle, auf denen wir vertreten sind, dort findest du uns unter @adlerpodcast. Und ansonsten bleibt nur mehr zu sagen, liked diesen Kanal, abonniert diesen Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr alle Infos gleich sofort kriegt. Und ansonsten viel Spaß beim Weiterhören. Dankeschön und tschüss.